Hallo, ihr Hübschen. Katrin hier von Maxi Primus. Ich dachte, ich zeige euch mal ein paar Sachen aus meiner letzten Mia-Box mit dem Titel Sweet Love. Die Box selber habe ich leider nicht mehr. Die hat mein Mann schon entsorgt, fleißig wie er ist, in seinem Putzwahn. Und ich kann euch auch nicht alle Produkte zeigen, weil ich schon zwei ganz wichtige Produkte verschenkt habe. Die haben mir jetzt nicht so ganz doll gefallen, aber eine Freundin von mir. Das war eine Klatsch in Türkis mit einer goldenen Kette. Das seht ihr ja auf dem Foto auf meinem Blog. Und es war ein Parfum. Das war auch nicht so mein Ding. War nicht mein Fall. Aber meiner Freundin hat es gefallen. So verschieden sind die Geschmäcker. So, aber die anderen vier Produkte, die kann ich euch gerne zeigen. Und zwar hat man das vielleicht auf den Blogbildern nicht so schön gesehen. Mein absolutes Highlight ist dieser Blush von Jafra Cosmetics. Ich mache den mal auf. So sieht der aus. Tolle Farbe, oder? Und getragen. Ich weiß gar nicht, ob man das ein bisschen erkennen kann. Den habe ich im Moment drauf. Ich mag die Farbe total gerne, weil die ist unglaublich dezent. Und eigentlich mag ich die ganzen Produkte von Jafra, die in der Mia-Box drin waren. Das zweite Highlight, was ich auch im Moment auf den Lippen trage, ist dieser, okay, das ist nur ein Konturenstift, aber der ist so pflegend und weich, dass man den auch gut auf die ganzen Lippen auftragen kann. So habe ich das gemacht. Ich zeige euch die Farbe. So sieht der getragen aus. Ein Lippenstift von Jafra war dabei. Und zwar in der Farbe, Moment, wenn ich es finde. Ohne Brille ist das immer nicht so leicht. Island Sun. Ja, sonnig ist ja auf jeden Fall. Schaut mal. Eine richtige Frühlingsfarbe ist das auf jeden Fall. Und was ich euch definitiv verraten kann, ist, er hält. Also der hält wirklich. Ich habe ihn kaum abzuschminken bekommen. Und zwar habe ich nämlich den, vielleicht hat das der ein oder andere mitbekommen auf meinem Instagram-Profil. Da habe ich ein Foto mit meinem Augen-Make-up. Das habe ich, ich wollte unbedingt mal pinkfarbenes Augen-Make-up haben, hatte aber keinen Lidschatten und habe gedacht, ich nehme einfach mal diesen Lippenstift. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, ihn wieder von den Augen zu bekommen. ja, war eine Erfahrung. Okay, der duftet unglaublich lecker und ist auch pflegend, obwohl er ja sehr, sehr gut hält. Passend zu dem Lippenstift war in der Box ein Nagellack. So sieht er aus. Den habe ich heute leider nicht drauf auf meinen Nägeln. Ich finde ihn ein bisschen zu grell für jeden Tag, muss ich ehrlich sagen. Im Moment zumindest noch. Vielleicht ändert sich das, wenn die Sonne dann richtig scheint. Ich weiß es noch nicht. Ist auf jeden Fall für mich gewöhnungsbedürftig, die Farbe. Ein bisschen sehr grell, aber ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren und euch auf Facebook und Instagram Tragebilder von dem Lack zeigen. So. Ist eine ganz nette Bürste. Die ist nicht so breit. Ich mag nämlich diese ganz breiten Bürsten immer nicht so sehr. Lässt sich bestimmt auch super auftragen. Okay. Ja, das war's zu meiner Mia-Box. Schaut auch einfach mal selber.
ob ihr vielleicht die Mia-Box mal bestellen wollt. Ich werde sie mir irgendwann auf jeden Fall nochmal bestellen. Ich bin nämlich wirklich begeistert von den Produkten, von diesen Jafra-Produkten. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ach so, und schaut auf meinen Blog. Da erzähle ich euch nochmal, ja, was genau das für Farben jetzt waren, die ich euch gezeigt habe. Und vielleicht kommt doch noch das ein oder andere Tragebild als Foto dazu. Ich verlinke euch den Beitrag auf jeden Fall hier unter dem Video. Also schaut rein. Wir sehen uns. Ciao.